Ich hatte länger schon mal vorgehabt, hinter den Kulissen von Modelleisenbahnabenteuer zu veröffentlichen und warum nicht jetzt, ist doch eine gute Gelegenheit. Nun zeige ich euch, wie so ein Modelleisenbahnabenteuer entsteht. Als allererstes braucht man natürlich die Idee für eine Story. Ich habe mehrere Möglichkeiten, wie ich auf Story-Ideen komme. Möglichkeit Nummer 1. Ich spiele einfach mit meiner Modelleisenbahn herum. Ich probiere einfach aus, was mir einfällt und irgendwann passieren dann Sachen, die in Episoden passieren könnten. Ein paar Beispiele. Ich habe aus Spaß mal Trevor an eine Schnur gebunden und an einen Flachwagen befestigt, den Edward dann gezogen hat und Trevor hinterher. So entstand Trevor auf Abwägen. Oder ich habe mal Thomas und Edward beide hintereinander gekuppelt. Das war die Ausgangsidee von Hin und Her. Möglichkeit Nummer 2. Ich orientiere mich an Sachen, die mir in echt passiert sind und schreibe so Ereignisse, die den Charakteren passieren. Zum Beispiel der Staffel 4 Start, basierend auf zwei Geschichten, die mir in der Schule passiert sind. Percy hat da meine Rolle übernommen. Die erste Geschichte war ja, dass Percy so wackelt, ohne es zu merken und Mavis daraufhin etwas die Kontrolle über sich selbst verliert. Bei mir war das so, etwa in der 7. Klasse muss das gewesen sein, da hat meine Stimme schon so langsam angefangen, tiefer zu werden. Was heißt langsam? Bei mir ging das schlagartig von heute auf morgen und ich hab's selber nicht gemerkt. Auf jeden Fall hat dann eine ehemalige Mitschülerin, also damals noch in meiner Klasse, ein bisschen verrückt gespielt. Also ja, sie wollte ein Foto von mir und sowas. Später in der Folge bietet Mavis Percy dann an, bei der Arbeit zu helfen. Was mir damals angeboten wurde, werde ich jetzt nicht sagen. Ich sag nur, dass es unanständig war und ich mich nicht weiter darauf eingelassen habe. Das Ende, in dem Percy in eine unangenehme Konversation mit Mavis und Emily geraten ist, hat tatsächlich in echt nichts mit der anderen Geschichte zu tun. Da war das so. Erst vor wenigen Monaten geschah es. Es war mal wieder Freistunde. Bei meiner Schule ist nach der 6. Stunde entweder Schluss oder eine Stunde Pause, wenn man Nachmittagsunterricht hat. Und bei mir war es eben eine Freistunde. Ich habe dann nie etwas zu tun, also gehe ich einfach durchs Gebäude. Und ja, dieses einen Tages wurde ich dann einfach von ein paar Mädchen aus der Parallelklasse angehalten, die mich gebeten haben, mich zu ihnen zu gesellen, was ich dann getan habe. Ich kannte sie kaum, sie mich anscheinend schon und ja, sie haben mir dann Fragen gestellt, nichts Unanständiges. Es war eben nur etwas unangenehm, wenn ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Als die Pause dann vorbei war, fragten sie mich, ob sie mich zum Chemieraum begleiten sollten, was sie dann gemacht haben. Und kurz bevor die Folge dann fertig war, kam es erneut zu so einer Sache. Deshalb habe ich noch im letzten Moment nach, es kam nie dazu, ein zunächst zugefügt. Man kann sich aber auch von anderen Filmen oder so inspirieren lassen. Als Beispiel, Daniel hat mir letztens unter anderem Victorious gezeigt und da gibt es in der 2. Staffel die Folge Die Hauptrolle. Am Ende dieser Folge hat Tori 1,5 Liter Blut abgenommen bekommen und daraufhin war sie extrem schwach und kaputt und darauf wird die Donald und Douglas Folge dieser Staffel basieren. Aber natürlich muss man darauf achten, dass man zwischen Inspirieren und Nachmachen unterscheidet. Das sind so meine Hauptpunkte, wie ich auf Ideen komme. Nun, was danach? Dann geht es ans Skripten. Ich schreibe erst einmal Stichpunkte auf, was passieren wird. Dann denke ich mir aus, wie es zu diesem Szenario kommen könnte und langsam aber sicher kommt eine Geschichte zustande. Meine Skripte sehen so aus, da weiß ich immer, welche Stimme ich gerade anwenden muss. Ab und zu kommen auch Regieanweisungen, damit ich nichts Wichtiges vergesse, wie Schaffnerpfeifen oder bestimmte Nahaufnahmen. Ab hier mache ich entweder zuerst filmen oder aufnehmen, je nachdem. Fahren wir mal mit Aufnehmen fort. Ich benutze Audacity dafür. Ich nehme mich einfach auf, wie ich das Skript durchlese. Wenn ich glaube, ein Störgeräusch verursacht zu haben, mich versprochen zu haben oder undeutlich klinge, dann nehme ich den Satz einfach nochmal auf. Wenn Miko-chan noch sprechen muss, nehme ich einfach ihre Aufnahmen und ziehe sie ebenfalls hinein. Nach dem Aufnehmen wird der Ton bearbeitet, ebenfalls mit Audacity. Outtakes werden rausgeschnitten, lange Pausen gekürzt und manchmal noch ein paar Effekte. Dann geht's ans Filmen. Ich filme meist einfach drauf los, da ich alles schon im Kopf habe. Selten benutze ich Storyboards, aber diese entstehen nur, wenn ich in der Schule zum Beispiel in den Pausen nichts zu tun habe. Softboxen für gutes Licht aufstellen und möglichst blauen Hintergrund ohne viel Zimmer. So filme ich also nach und nach. Dafür benutze ich meine Handykamera und die Actioncam. Ich habe so ein kleines Mini-Stativ aus Lego und von Nemo noch ein so größeres. Ich kann hier alles schalten, welche Loks gerade fahren und stehen und so geht das ganz einfach. Wenn die Loks reden, mache ich einfach Standbilder mit dem Handy. Dafür gehe ich in den HDR-Modus, weil ich finde, die sehen so einfach schöner aus. Nach und nach ziehe ich die ganzen Dateien auf meinen Laptop und tue alle in Movie Maker. Zuerst schneide ich alle Szenen zu und schalte sie stumm. Wenn das getan ist, kümmere ich mich um die Bilder. Die rohen Bilder stehen schon an den richtigen Stellen. Dann schaue ich wieder ins Skript, um zu lesen, was der Charakter gerade sagt und bearbeite den Gesichtsausdruck in GIMP. Meistens bearbeite ich dasselbe Bild mehrmals, um Zeit zu sparen.
Wenn dann alles fertig ist, füge ich zuerst meine Erzählspur und Musik zu. Ich habe einen großen Musikordner, aber ganz wichtig ist, nur Musik benutzen, bei der ich weiß, dass ich sie benutzen darf. Dann füge ich Musik ein, die passt, und schreibe mir immer auf, von wem sie ist, damit ich ihn in die Credits tun kann. Ich schneide dann so zu, dass sowohl Musik als auch meine Stimme mit den Bildern passt. Anschließend rendere ich. Nun habe ich die Folge mit Musik und meiner Stimme, aber es fehlen ja noch Sounds. Also tue ich die Datei erneut in Movie Maker und füge nun Sounds und eventuell noch mehr Musik hinzu. Auch hier habe ich einen großen Soundordner und in den Credits steht auch immer, wer die Sounds zur Verfügung gestellt hat. Alles gut positionieren und fast fertig. Das Intro habe ich vorher schon drin gehabt, da das immer gleich ist. Nur die Endcard ist jedes Mal anders. In einem separaten Projekt zeige ich das Bild des Charakters und die Tonspur eben meine Aufnahme. Dann rendere ich das und schicke die Datei zu jemandem, der die Augen des Charakters animiert, wie etwa Jonas, KenTV oder ArthurTV. Wenn ich die Datei dann zurück habe, füge ich sie in die Folge ein und füge Musik und Text hinzu. Der Text sind die Credits, die ich mir vorher schon aufgeschrieben habe. Fertig! Exportieren, hochladen und noch ein Thumbnail. Für die Instrumentalfolgen exportiere ich einfach die Tonspur der Musik und Sounds einzeln und füge sie wieder zusammen mit der Videospur zusammen. Und für Outtakes-Videos schneide ich einfach die ganzen Rohaufnahmen zusammen und suche die interessantesten raus und die lasse ich eben drin. Jetzt ist mein Skript zu Ende, deshalb improvisiere ich einfach. So entsteht ein Modelleisenbahn-Abenteuer von mir. Wenn ihr noch Fragen habt zu bestimmten Details, lasst es mich wissen. Ich denke, ich sollte alles beantworten können. Und ja, so entstehen Modelleisenbahn-Abenteuer. Mal sehen, ob ich irgendwann noch ein Hinter den Kulissen mache. Wir werden sehen. Also, bis dann. Tschüss. Nur mal eine Testaufnahme, ob das klappt, weil ich glaube nämlich, dass hier über meinem Kopf abgeschnitten ist. Kann das sein? Ist das hier besser? Okay, dann kann ich euch ja mal erklären, wie das so funktioniert. Klappt das denn überhaupt so? Ein Idiot. Ich hatte schon länger mal vorgehabt, hinter den Kulissen von Modelleisenbahn-Abenteuer zu veröffentlichen. Und warum nicht jetzt? Ist doch eine gute Gelegenheit. Nun zeige ich euch, wie so ein Modelleisenbahn-Abenteuer entsteht.